Shazam! Herzlich willkommen, Leute, zum nächsten Part von Let's Play Dragon Age Origins. Wir waren hier stehen geblieben, hatten gerade dem verwundeten Soldaten geholfen. Und ja, jetzt müssen wir uns weiter in die Wildnis hinauswagen. Und gleichzeitig müssen wir ein bisschen nach dieser Blume gucken, die wir ja brauchen, um unseren kranken Hundefreund zu heilen. Ich habe noch nie als was anderes als adliger Mensch durchgespielt, deshalb habe ich keine Ahnung, wo ich diese Blume finden kann. Okay, dort hinten seht ihr schon unsere erste dunkle Brut, die wir bekämpfen müssen. Mehr dunkle Brut. Ich verstehe. Schabusch. Stirb. Das sind quasi die Hauptgegner des Spiels. Gegen die müssen wir immer mal wieder kämpfen. Warlock, stirb einfach. So, weiter geht's. Die sind aufgeteilt in Hurlocks und Genlocks. Die Hurlocks sind so die großen Macker. Okay. Okay. Okay, das ist die Wildnisblume. Die hat eine rote Mitte. So, Quest aktualisiert. Unter den Tieren des du hast die Blume gefunden. Der Hundepfleger für die Behandlung. Du sollst sie schnell wie möglich ins Lager bringen. Okay, das heißt, wir haben jetzt die Blume, die wir benötigen. Das ist gut. Und jetzt müssen wir noch die Genlocks und Horlocks ausräubern, um diese Fläche mit dem Blut der dunklen Brut zu finden. Was wir ohne Zweifel benötigen. Das ist der einzige Grund, warum wir durch diesen dämlichen Wald latschen. Okay. Diese Detailgetreue. Seht nur, arme Kerle. Das geht wirklich zu weit. Finde ich auch, Alistair. Das geht zu weit. Genau deshalb werden wir jetzt hier ein bisschen aufräumen. Okay, wir laufen weiter und weiter und weiter. Durch dieses kahle, landschaftslose Feld. Na gut. Oh ja, das sieht mal wieder sehr, sehr lagerverdächtig aus. Wird gespeichert, das kann ja nur eins bedeuten. Wir sind dicht vor unserem nächsten Kampf und da wartet schon ein Hurlock-Gesandter. Das ist schon einer der größeren Viecher. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Kumpel. Mach mal einen auf ruhig. Ganz ruhig, Kumpel. Ganz ruhig. Okay. Unsere Mitstreiter kämpfen schon. Zeit, dass wir das auch tun. Oh mein Gott. Okay, stirb, Warlock. Oh, und Jory ist schon fast down. Das heißt, wir sollten ihm vielleicht auch mal die schwachen Wundumschläge in die Schnellleiste ziehen. Diese nutzen. Zack. Blitze gegen dich. Genlock. Okay. Das, was ihr hier seht, ist unverkennbar eine Falle, in die wir reintappen können. Ich glaube, da ist schon einer reingetappt. Und wenn wir als Schurke spielen würden, könnten wir diese Dinger entschärfen oder selbst fallen legen. Da wir dies allerdings nicht tun. Ich bin erfreut. Entfällt natürlich diese Möglichkeit. Wir haben, glaube ich, Devith als Schurken dabei, aber selbstverständlich. Ihn jetzt darauf anzusetzen wäre dämlich. Weil generell schalte ich nur, wow, hübsche Dinger, schalte ich nur wenige Fallen aus, nur große Fallen, die wesentlich mehr Schaden machen als diese Bärendinger, diese Bärenfallen. Und naja, wir laufen mal weiter. Es wird gespeichert, das heißt, ein Kampf steht uns bevor. Wie ich es hasse, wenn ich recht habe. Okay. In Ordnung. Die, bitch. Die. Okay, Kumpel, du
gehört mir. Kanabolzen. Mann, Blitz hinterher. Okay. Ach komm schon. Schauen wir mal in die Vogelperspektive um. Bullock Alpha. Das ist einer der, ja, soll ich sie Generäle nennen? Ich denke, man könnte sie so nennen, wenn man wollte. Also tue ich das einfach mal. Gift haben wir jetzt bekommen, Schlangengift. Auch das ist eigentlich nur interessant, wenn wir Schurke spielen, da wir dann daraus ja eine Art Giftbombe basteln können. Und dieser Pfeil, auch hier oben zu sehen, zeigt immer unser nächstes Ziel an. Ich glaube, das hatte ich aber schon mal erwähnt. Und das ist die Truhe des Wächters, der Wächter. Ah, Blut. So, so. Was haben wir denn hier? Seid ihr vielleicht ein Geier? Ein Aasfresser, der an einer Leiche herumpickt, obwohl die Knochen schon längst blank sind? Oder nur ein Eindringling auf der Suche nach leichter Beute hier in meiner Wildnis voller dunkler Brut? Nun, was seid ihr? Plünderer oder Eindringling? Na gut. Weder noch. Den Grauen Wächtern gehörte einst dieser Turm. Es ist kein Turm mehr. Die Wildnis beansprucht seine verrottete Leiche nun für sich. Ich beobachte euer Vorankommen seit einer Weile. Wohin gehen sie, fragte ich mich. Weshalb sind sie hier? Und jetzt stört ihr Überreste, die lange unangetastet waren. Weshalb? Antwortet ihr nicht, sie sieht aus wie eine Chasing, und das heißt, in der Nähe sind wohl noch mehr. Fürchtet ihr einen Überfall der Barbaren? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Sie ist eine Hexe der Wildnis. Sie verwandelt uns in Kröten. Sagen und Legenden, Lügen und Einbildung. Könnt ihr nicht selber denken? Ihr da. Elfen sind doch keine furchtsamen kleinen Jungen. Sagt mir euren Namen, dann tue ich das Nämliche. Ich bin Frezelon. Erfreut, euch kennenzulernen. Ein wahrhaft wohlgesitteter Gruß. Und das mitten in der Wildnis. Ihr könnt mich Morrigan nennen. Soll ich raten, weshalb ihr hier seid? Ihr suchtet etwas in jener Truhe, aber es ist nicht mehr hier. Nicht mehr hier? Ihr habt sie gestohlen. Durchtriebene Hexe. Böse Diebin. Welch Wortgewalt. Wie bestiehlt man eigentlich Tote? Ohne Probleme, möchte ich meinen. Diese Dokumente gehören den Grauen Wächtern und ihr solltet sie zurückgeben. Das werde ich nicht, denn ich habe sie nicht genommen. Und die Erwähnung eines Namens, der hier keine Bedeutung hat, schreckt mich auch nicht. Wer hat sie denn dann genommen? Es war meine Mutter. Könnt ihr uns zu ihr bringen? Eine vernünftige Frage. Ihr gefällt mir. Ich wäre vorsichtig. Erst heißt's, ihr gefällt mir. Aber dann, zack, Frosch. Sie stopft uns alle in den Kochtopf. Wartet's nur ab! Wenn es dort wärmer ist als in diesem Wald, wäre das durchaus angenehm. So folgt mir denn, wenn ihr möchtet. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, mir ist es auch erst aufgefallen, als mich einer meiner Kumpels darauf hingewiesen hat. Devif hat die Synchronstimme von Sasuke aus Naruto. Das ist so. Nicht abstreitbar. Es ist einfach so. Grüße, Mutter. Ich bringe dir 4 graue Wächter, die... Ich sehe sie, Mädchen. Ganz wie erwartet. Sollen wir etwa glauben, dass ihr uns erwartet habt? Ihr sollt überhaupt nichts. Glauben schon gar nicht. Wer seine Augen verschließt oder die Arme weit öffnet, kann nur ein Narr sein. Sie ist eine Hexe, ich weiß es. Wir sollten gar nicht mit ihr reden. Still, David. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, wollt ihr sie doch nicht erzürnen. Ihr seid ein schlauer Knabe. Traurigerweise habe ich im großen Zusammenspiel der Welt nichts zu entscheiden. Glaubt, was ihr wollt. Und was ist mit euch? Vertritt euer Elfenverstand eine andere Ansicht? Was glaubt ihr? Gut,
Diese Frage werde ich erst im nächsten Video beantworten, denn ihr mögt ja alle mein Intro so sehr, auch wenn das noch gar nicht fertiggestellt ist, sondern nur ja eine Art Beginner-Intro. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also bis dann, Leute. Macht es gut.